von Axolot Games ist ein Survival-Game klassischer Machart. Man startet mit einem Floß mitten im Ozean, ausgestattet mit einem Fanghaken und muss nun dort irgendwie überleben. Damit dies gelingt, müssen Materialien gesammelt und weitere Gegenstände aus diesen hergestellt werden. Minecraft lässt grüßen. Aber aufgepasst, Hunger und Durst kommen schneller als man denkt. Im weiteren Spielverlauf kann man auch Inseln besuchen, die zusätzliches Material bieten, andere leere Flöße plündern und weiteres Wissen erwerben, welches einem beim Überlebenskampf hilft. Ist man soweit, dass das Überleben gesichert ist, kann man damit beginnen, Teile für ein Funkgerät zu suchen, das einen zu einer Forschungsstation leitet. Erreicht man diese, hat man das Spiel abgeschlossen. Spielt man das Spiel allein, so wechseln sich Stress und Langeweile hübsch ab. Es bleibt aber immer etwas zum Knobeln, beispielsweise wie erreicht man die oberste Ebene einer Insel. Spielt man es mit Freunden, so wird es sehr schnell chaotisch und der Überlebenskampf wird härter. Anders gesagt, es wird einem bewusst, warum es bei der Marine klare Hierarchien gibt. Raft ist nur im Download erhältlich und hat somit auch keine USK-Einstufung. Die braucht es auch nicht wirklich, da Raft meiner Ansicht nach für jedes Alter geeignet ist. Man sollte lesen können, das war's aber auch schon. Ebenfalls verzichtet Axolot Games auf Ingame-Käufe, was das Ganze sehr angenehm macht. Auch sehr angenehm ist, dass sich Axolot auf die Plattform Steam zur Publikation beschränkt. So wird ein Mehrspieler-Game ganz einfach über Steam gestartet oder diesen beigetreten. Einfacher geht es wirklich nicht. Kleiner Nachteil dabei, bei Steam werden diese Funktionen erst nach dem ersten Kauf freigeschaltet. Für Kinder könnte das also schwierig werden, da die Funktion als Geschenk kaufen ebenfalls nur mit Accounts funktioniert, die bereits etwas gekauft haben. Aber dafür kann Axolot ja nichts. Fazit, ein rundum gelungenes Spiel. Nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwierig, das, wie so oft, mit mehreren Spielern auch mehr Spaß bringt, aber auch alleine gespielt werden kann. Stopp, jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.